Der DAX ist heute alleine zu Hause, denn die US-Indizes, die werden heute nicht handeln, nur die Futures handeln, weil in den USA ein Feiertag ist. Schafft es der DAX, der zuletzt, naja, nicht so richtig stark auf der Brust war, schafft er dennoch ein Allzeithoch? Und damit allerherzlichste Willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche. Schauen wir mal, was passiert heute. Jedenfalls wird in den USA nicht so wahnsinnig viel passieren. Hier habe ich Ihnen mal die Liste displayed, die zeigte, welche US-Feiertage der Fall sind, wann also der Aktienhandel in den USA ruht. Und da ist der 20. Januar Martin Luther King Day. Das ist dann also jetzt die Aussage für heute. Es wird nicht so wahnsinnig viel passieren, um es gleich vorwegzunehmen. Zumindest zeigt das die Erfahrung. Wir sind nicht in der Lage, hier in Europa wirklich eigenständig offenkundig einen Markt auf die Beine zu stellen, wenn die Amerikaner fehlen. Gleichwohl sind wir auch nicht in der Lage, auch nur ähnliche Bewertungsniveaus zu erreichen wie die Amerikaner. Schauen wir uns mal zum Beispiel die Marktkapitalisierung von deutschen Unternehmen an. SAP führt hier die Rangliste an mit 154 Milliarden. Dann kommt Linde mit 103 Milliarden, Siemens mit 99, Allianz 93 und Volkswagen 90. Man liegt also so in Sichtweite vieler oder bei vielen Unternehmen in Sichtweite der 100 Milliarden Marke. Volkswagen zum Beispiel bei 90 Milliarden macht genauso viel Umsatz wie Apple. Hat natürlich vielleicht etwas weniger Gewinn auf den Umsatz, aber ist durchaus eben auf Augenhöhe. Aber eine Apple ist mit fast 1,4 Billionen bewertet, also Faktor 15 mal ganz entspannt. Und dass sowohl die Umsätze nicht steigen, gleichwohl die Aktie hier, wie wir sehen, ich hatte das Thema am Freitag schon auch mal ein bisschen auf den Tisch gebracht, sehen wir diese Fahnenstangen-Charts mit einem RSI jetzt knapp über 90. Das sind Höchstwerte, wie wir sie eigentlich so noch nie gesehen haben. Wir haben sehr sportliche Bewertungen insgesamt in den USA. Wir haben das sogenannte Forward 12-Month Price Earnings Ratio für den S&P 500. Der liegt jetzt bei 18,6, 5-Jahres-Durchschnitt. Also in den letzten 5 Jahren war es 16,7. Der 10-Jahres-Durchschnitt 14,9, also wir sehen, wir sind hier nicht gerade billig bewertet. Jetzt startet ja die US-Berichtssaison. Morgen wird zum Beispiel eine Netflix berichten und dann muss man eben abgleichen, ist diese Bewertung nachhaltig? Können diese Bewertungen nachhaltig sein? Wir sehen zum Beispiel ein neues Allzeithoch, was die Price-to-Sales-Ratio betrifft, das heißt Marktkapitalisierung zu Umsatz. Mithin waren also die US-Unternehmen noch nie so teuer historisch gesehen wie derzeit, was ihren Umsatz betrifft in Relation zur Marktkapitalisierung. Und wir sehen, dass auf der anderen Seite eben die Marktteilnehmer offenkundig überhaupt kein Risiko in diesen Bewertungen sehen, weil sie sich sagen, ja, die Fed, die pumpt doch Liquidität in die Märkte, das reicht, mehr brauchen wir nicht, Bewertungen spielen keine Rolle, alles andere spielt keine Rolle. Daher das Put-Call-Ratio, also das Verhältnis von Puts zu Calls, von Optionen, die sozusagen eine Erwartung auf fallende Märkte haben und Optionen, die eine Erwartung auf steigende Märkte haben, nämlich die Calls, ist es so gering wie zuletzt. Naja, da muss man schon sehr weit zurückschauen. Mithin gibt es also wenig Bedürfnis nach Absicherung. Oft sind diese Puts vor allem für Profi-Investoren interessant, die eben ein Long-Only-Portfolio haben, die ein Aktienportfolio verwalten und sagen, okay, aber wenn da mal ein Rückschlag kommt, dann sichern wir uns ab mit einem solchen Put. Das ist derzeit nicht der Fall. Wir haben Bewertungen zum Beispiel, um nochmal diese Geschichte aufzunehmen, Tesla hat eine Marktkapitalisierung pro verkauften Auto von $261.000. Eine Daimler von 24.500, BMW 21.600 und eine Volkswagen von gerade mal $12.600. Also wir sehen hier Relationen, die so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Und das kann noch so weitergehen, aber es wird irgendwann nicht mehr der Fall sein. Irgendwann werden sich solche Dinge wieder relativieren, werden wieder einigermaßen ins richtige Verhältnis gesetzt. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass Unternehmen wie Volkswagen eben im Vergleich zumindest zu einer Tesla natürlich extrem günstig ist, im Vergleich zu einer Tesla zumindest. Und das gilt dann für den DAX insgesamt, dass der deutsche Leitindex im Vergleich zu den absolut zu hoch bewerteten US-Indizes eben vergleichsweise günstig ist. Deswegen könnte man ihm heute durchaus mal ein Allzeithoch gönnen. Die Frage ist, schafft er es ohne die US-Indizes? Schauen wir uns mal
den Kameraden an. Hier der DAX aktuell bei 13.530 in der Kursstellung von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen, da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Ein 30-Minuten-Chart ist das hier. Wenn wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis anschauen, dann sehen wir das hier. Anfang 2018, da waren wir hier bei dieser 13.600er Marke. Das hat der DAX seitdem nicht mehr geschafft, ist allerdings seitdem auch nicht mehr wirklich unter die 10.000er Marke gefallen, war mal ganz knapp Ende 2018. Wir erinnern uns, im Dezember, da war doch was, 2018, aber jetzt eben wieder in der Spur. Und die Frage ist, kommt hier der Ausbruch nach oben? Schafft der Deutsche Leitindex diesen Ausbruch nach oben? Oder schafft er es halt nicht? Wenn nicht, dann wäre es ein Doppeltop, wäre es eine Top-Formation, ziemlich ungünstig. Wenn ja, dann wäre dann durchaus vielleicht noch Potenzial für weitere Kursanstiege. Was wir hier sehen, das ist auf 15 Minuten Basis der S&P 500. Ich mache das mal auf 4 Stunden Basis. Wir sehen, da geht es so leicht nach oben am Freitag allerdings. Kleiner Verfall war damals, da ist dann nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Wir sehen immer wieder dasselbe Muster. Wir haben Gaps nach oben vor US-Eröffnung, weil irgendeine Nachricht kommt, irgendeine Hoffnungsrallye da ist. Und dann passiert eigentlich an den US-Märkten gar nicht mehr so viel Bewegung. Schauen wir uns mal die Devisenseite an. Euro-Dollar war 1,11. Wir haben derzeit die niedrigste Volatilität ever bei Devisenmärkten. Das muss man sich auch mal vorstellen. Auch das sozusagen eine Folge der Notenbankpolitik. Wir sehen Gold, das bei 1561 ist. Auch da passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Anders als bei Öl, wo ein bisschen Bewegung der Fall war. 59,14 $ wegen Libyen, dieser ganzen Geschichte. Hier nimmt Libyen etwa 800.000 Barrel pro Tag jetzt erstmal vom Markt aus Gründen, die uns jetzt zu kompliziert sind, meine Damen und Herren. Es war ja in Berlin eine Konferenz unter hervorragendem Management der deutschen Politik. Am deutschen Wesen wird auch politisch die Welt genesen, das ist völlig klar. Aber schaffen wir im Mindesten erstmal einen eigenen Handel auf die Beine zu stellen? Das werden wir heute sehen. Die wahrscheinliche Antwort ist nein. Wir werden vielleicht bis 10, 11 Uhr so ein bisschen Bewegung haben und dann können sich alle wieder schlafen legen. Das Zweite ist, schafft der DAX angesichts dieser dünnen Volumina, die heute zu erwarten sind, schafft er da ein neues Allzeithoch? Wer das erreichen will als institutioneller Player, der bräuchte gar nicht viel Liquidität da reinpumpen, denn wahrscheinlich sind die Märkte so ausgetrocknet, dass da ein paar größere Orders schon reichen würden. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen, nicht unterstellen, dass hier so böse Marktmanipulatoren am Werk sind und dem DAX dann ein neues Allzeithoch bescheren. Die Medien würden sich drauf stürzen. Guckst du, der DAX ein neues Allzeithoch? Jetzt müsst ihr all in gehen. Das ist übrigens die Message, die wir derzeit in vielen amerikanischen Medien sehen, wie dieser Markt uns davonläuft. Jetzt noch schnell draufspringen. Das ist sozusagen das Motto. Und ich bin gespannt, ob die Lemminge dieses Motto dann auch umsetzen, draufspringen und dann möglicherweise, dankbarerweise, die Institutionellen ihre Sachen ein bisschen abverkaufen an die Lemminge, die dann ziemlich gegen die Wand fahren. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Start in diesen Montag, meine Damen und Herren, in den Martin Luther King Day. Bis dann, Servus und Ciao.